Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Heute hat der Deutsche Bundestag beraten und entschieden, dass deutsche Truppen fürs Erste weitermachen mit ihrem beschränkten Einsatz im Norden des Irak. Da war die Verteidigungsministerin schon in Brüssel. In einem Kreis, in dem sich niemand mehr dafür interessiert, wie stilvoll oder nicht sie ihren Außenministerkollegen Maas zu informieren pflegt. Im NATO-Ministerrat ging es um das große Bild, das allerdings mittlerweile ganz andere beherrschen. Die neuen Herren sitzen in Moskau. Russlands Verteidigungsminister telefoniert mit dem Chef der kurdischen Milizen in Syrien und blickt auf ihn wie auf einen Befehlsempfänger. Das ist die Realität, mit der die Verteidigungsminister der NATO Politik machen müssen. Es geht um die Nachkriegsordnung für Syrien oder besser um die Rolle, die der Westen darin spielen soll. Die Antwort am Ende des Tages? Wir haben verschiedene Ansichten und die Bündnispartner haben das auch offen gesagt. Es gibt eine starke Unterstützung für eine politische Lösung und für ein stärkeres nationales Engagement. Woran genau sie dabei denkt, hätten viele Teilnehmer heute gern genauer erfahren. Doch Annegret Kramp-Karrenbauer, es sei verraten, hatte keine Details im Gepäck. Am Morgen, im Glanz eines Brüsseler Ballsaals, sah es für einen Moment so aus, als habe der Vorschlag aus Berlin selbst beim US-Verteidigungsminister eine Chance. Er habe ihn nicht gelesen, aber... Ich denke, das ist gut, denn wir bitten unsere europäischen Partner seit einer ganzen Weile darum, also unterstütze ich das. Doch dann schiebt er nach, ich unterstütze das politisch, wir wollen keine Bodentruppen stellen. Bleiben die europäischen Partner, doch auch die haben vor dem Treffen Fragen zu Details und zum Timing. Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine internationale Sicherheitszone, aber die Lage vor Ort hat sich weiterentwickelt, jetzt, da sich die Türkei und Russland geeinigt haben. Schöne Idee, aber ohne uns. Das war oft die Position deutscher Verteidigungsminister. Die neue probt den Rollentausch. Zuerst trifft sie den türkischen Kollegen und kann berichten, dass er sich sehr offen gezeigt hat im bilateralen Gespräch, dass dies auch unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft erfolgen könnte, dass die Türkei dazu zu Gesprächen auch bereit ist. Im Kreise aller macht Kramp-Karrenbauer mit nur zwei Sätzen Werbung für ihren Vorschlag, so berichten Teilnehmer. Aus ihrer Sicht aber hat sie damit schon ihr Ziel erreicht. Insofern ist der Diskussionsprozess angestoßen. Das wird noch ein langer Prozess, ein schwieriger Weg. Aber die ersten Schritte, die ersten Gespräche heute waren sehr ermutigend. Die deutsche Ministerin steht in Brüssel, heute noch allein. Aber nach diesem Tag will keiner ausschließen, dass das so bleiben muss. Stefan Leifert ist unser NATO-Korrespondent in Brüssel. Stefan, ist im Kollegenkreis von Annegret Kramp-Karrenbauer gar nicht klarer geworden, welchen Plan sie hat? Nein, nicht so richtig. Und das scheint wohl die eine große strategische Schwäche dieses Vorstoßes aus Berlin zu sein. Keiner hat sich hier heute demonstrativ vor die Kameras gestellt und ihr Rückendeckung gegeben. Im Grundsatz finden die Idee, den Syrien-Konflikt oder die Syrien-Lösung zu internationalisieren und den Europäern auch hierin eine Rolle zu geben, gut. Aber dennoch flog die Idee aus Berlin heute nicht so richtig. Und dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Der eine ist, dass sich viele nicht so richtig und viel zu spät informiert fühlen. Es gibt nach wie vor nichts Schriftliches. Auch heute muss wohl vieles im Vagen und Nebulösen geblieben sein. Und auch die deutsche Rolle, der deutsche Beitrag ist nicht so richtig klar herausgearbeitet worden. Eine zweite Schwäche ist die, dass viele in der NATO auch gar nicht die richtige Plattform sehen. Denn Kramp-Karrenbauer will ja auch die Russen mit einbinden. Und dann sagen viele, sind die Vereinten Nationen eigentlich die bessere Plattform dafür. Also hier scheint es heute um eine gute Idee gegangen zu sein, die aber schlecht angepackt wurde. Nun verhalten sich ja Putin und Erdogan erkennbar so, als hätten sie die Lösung untereinander ausgemacht und sind dabei, sie umzusetzen. Ist da überhaupt noch irgendwo Platz für einen deutschen, europäischen oder sonst wie westlichen Beitrag?
Ja, das scheint die andere und viel grundsätzlichere Schwäche dieses Vorstoßes zu sein. Die letzten Tage haben ja noch mal eindrucksvoll vor Augen geführt, wie sehr hier andere Mächte als die Europäer oder der Westen in der syrischen Nachkriegsordnung schon Fakten geschaffen haben. Das Vakuum, was die Amerikaner durch ihren Abzug aus Nordsyrien jetzt hinterlassen, das könnte so eine letzte Chance für die Europäer oder für die NATO oder für die Vereinten Nationen sein, in dieser syrischen Nachkriegsordnung noch irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber es gibt auch hier bei der NATO manche, die glauben, dafür ist es längst zu spät. Danke für die Einschätzung nach Brüssel. Und damit zur deutschen Innenpolitik, zur letzten Landtagswahl dieses Jahres in Thüringen, dem einzigen Bundesland, in dem die Linkspartei den Regierungschef stellt, Bodo Ramelow. Am anderen Ende des politischen Spektrums dort eine AfD, die von ihrem rechtsnationalen Flügel beherrscht wird unter seinem Anführer Björn Höcke. Die Umfragen, und da haben wir gleich die neueste und letzte vor der Wahl, die Umfragen zeigen, dass die Regierungsbildung schwierig werden könnte. Aber erst mal Eindrücke von der Stimmung im Land 3 Tage vor der Wahl. Noch schnell eine Tasse Kaffee, 6:10 in Kreuzburg im Wartburgkreis. Der gelernte Karosseriebauer Jürgen Wetterau fährt zur Schicht zum Opelwerk nach Eisenach. Auf seinen Diesel ist der 57-Jährige angewiesen, auch weil der Bus nicht passend fährt. Der ländliche Raum droht weiter abgehängt zu werden, so seine Sorge. Kaufläden verschwinden, Bäcker verschwinden. Das ist, wenn die Infrastruktur nicht mehr stimmt, dann wandern die Leute ab. Das hatten wir schon mal in puncto Abwanderung nach der Wende. Jürgen Wetterau will das nicht noch einmal erleben, was er nach dem Zusammenbruch der DDR mitgemacht hat. Der Betriebsrat befürchtet, dass mit dem Umstieg vom Diesel auf Elektro in der hier so wichtigen Automobilbranche viele Jobs verloren gehen. Die Wartburg-Region rund um Eisenach hat von der deutschen Einheit stark profitiert. Nach Umbruch und Massenarbeitslosigkeit sind rund um Opel und Bosch und BMW tausende Jobs entstanden. Alles gut, wäre da nicht die Sorge vor dem, was kommt. Gerade jetzt werden viele Sachen zugemacht, viele Zulieferer für die Mobilindustrie. Und das wird wohl ein Problem langfristig jetzt werden. Von der Angst profitiert auch die AfD. Wahlkampf mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Alles hängt mit allem zusammen. Der Klimawandel, die Jobs, die Zuwanderung, die Zukunft. Die Ängste der Bevölkerung werden geschürt, eben gerade von der AfD. Sie haben jetzt zwar auch keine wirklich Wege, die sie aufweisen, was sie besser machen könnten, aber die Angst ist erstmal da. Landrat Reinhard Krebs führt den Wartburgkreis, flächenmäßig der größte Kreis ganz Thüringens. Der CDU-Mann ist ein Pragmatiker, sucht kleine Lösungen in einer komplexen Welt. Aber so wie die Busse kommen auch die politischen Botschaften nicht immer an. Die Kommunikation ist gestört. Wir haben ein sehr komplexes Leben mittlerweile. Und wenn dann jemand kommt und einfache Antworten auf komplexe Fragen hat, dann könnte es natürlich sein, dass ein Bürger sagt, naja, das verstehe ich zumindest. Aber man muss bei allen Problemen tiefer schauen. Der schwarze Landrat und Katja Wolf, die rote Bürgermeisterin von Eisenach, sind Nachbarn mit gemeinsamen Interessen. Hier geht etwas, was auf Landesebene bislang ausgeschlossen ist. Pragmatismus statt Ideologie, die Probleme fordern eine Zusammenarbeit. In Eisenach steht die Aufgabe, dass wir nicht nur die verlängerte Werkbank sind, sondern dass viel, viel stärker auch der Bereich Forschung und Entwicklung sich hier entwickeln kann, dass Forschungseinrichtungen in Eisenach angesiedelt werden, dass man genau diesen Bereich, der im Moment noch viel zu schwach ist, in der Zukunft auch mit voranbringt. Davon würde die ganze Region profitieren. Und so hofft auch Jürgen Wetterau, dass nach der Wahl eine Regierung in Thüringen zustande kommt, die seinen Landkreis im Blick behält. Und auch vor der Thüringen-Wahl macht das ZDF, was es immer macht vor Landtagswahlen, nämlich ganz knapp davor die Forschungsgruppe Wahlen mit einer letzten Befragung beauftragen. Matthias, Sie machen das. Was sind die Ergebnisse? So ist es, ja. Guten Abend. So ist es. Also das ist die letzte Umfrage vor dem aktuellen Wahlsonntag. Das ist eine Stimmungsaufnahme aus dieser Woche. Wir sagen nicht, so wird es ausgehen, also keine Prognose. Hier sind die Zahlen. Die CDU käme auf 26%. Die Linke auf 28% plus 1 im Vergleich zur Vorwoche könnte damit erstmals stärkste Partei in einem Bundesland werden. SPD 9%, AfD 21%, verdoppelt ihr Ergebnis gegenüber der letzten Landtagswahl. Grüne 7%, 5% ungefähr für die FDP. 4% die anderen Parteien zusammen.
Nun sieht man das nicht auf den ersten Blick, aber Sie haben ja schon gesagt, das wird eine schwierige Regierungsbildung, wenn es etwa so ausgeht. Absolut. Und das liegt natürlich auch daran, dass die AfD über 20% hat. Das heißt, jeder fünfte Abgeordnete im Parlament fällt eigentlich aus für eine Mehrheitsbildung, weil niemand sonst mit der AfD regieren will. Die CDU hat ausgeschlossen, mit der Linkspartei zu regieren. Und dann wird es halt richtig knapp. Rot-Rot-Grün regiert im Moment, Linkspartei geführt mit Bodo Ramelow. Und dieses Bündnis hätte nach unseren Zahlen keine Mehrheit im Moment. Das kann sich schon noch bewegen, aber im Moment sieht es so aus. Und deshalb ist viel die Rede von einer Minderheitsregierung. Das kann so kommen, muss aber nicht. Also auf jeden Fall ein spannender Wahlsonntag, wobei die Thüringer schon eine klare Präferenz haben, was den Ministerpräsidenten angeht. Absolut. Das ist Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident. Der hat einen klaren Amtsbonus, ist beliebt im Lande. Wir erinnern uns, vor 5 Jahren, da gab es noch einen Aufschrei. Wie kann ein Linker Ministerpräsident werden? Das hat sich sehr gelegt. Und Ramelow ist eine Art Zugpferd auch für die Linke, was dazu führt, dass sie so stark dasteht. Anders als in Brandenburg und Sachsen Anfang September. Wir sehen hier in Thüringen im Grunde genommen keine Wechselstimmung. Wen wollen Sie lieber als Ministerpräsidenten haben? Lieber Bodo Ramelow, sagen 54% der Thüringer und nur 29% Mike Moring von der CDU. Keine Wechselstimmung also in den Zahlen. Erkennbar, es könnte und müsste eng und spannend werden. Dann müssen wir abwarten bis Sonntag. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Es gibt natürlich wie immer mehr Hintergründe und Informationen zur Wahl in Thüringen auf heute.de. Und nun die Nachrichten von Gundula Gause. Und da schleicht sich der Brexit wieder ins Programm. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für Neuwahlen am 12. Dezember ausgesprochen. Einen entsprechenden Antrag werde er im Parlament stellen, erklärte er in der BBC. Wenn das Parlament tatsächlich mehr Zeit haben wolle, um die Brexit-Gesetze zu studieren, könne es das haben. Der EU-Austritt würde sich damit noch länger hinziehen. Für Neuwahlen braucht Johnson die Zustimmung von 2/3 der Abgeordneten, also auch von Labour-Vertretern. Deren Chef Corbyn machte am Abend klar, dass er Neuwahlen unterstützen würde, wenn ein No-Deal-Brexit vom Tisch sei. Eine aktuelle Studie zu vermehrtem Antisemitismus in Deutschland lässt Politiker dringend ein stärkeres Vorgehen gegen Judenfeindlichkeit fordern. Laut der Studie des Jüdischen Weltkongresses hegt mehr als jeder vierte Deutsche antisemitische Ansichten. 41% äußern demnach die Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Die Studie zeigt zudem, dass sich Antisemitismus auch unter Hochschulabsolventen verbreitet. 28% von ihnen gaben an, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft. Der AfD droht eine weitere Strafzahlung in Höhe von 396.000 Euro. Das ist das Dreifache einer Spende aus der Schweiz, die die Bundestagsverwaltung nach Prüfung für illegal hält. Die AfD soll sich nun zu der Schweiz-Spende äußern. In der Spendenaffäre wurden bereits hohe Strafzahlungen verhängt. Die AfD klagt gegen die Bescheide. Der Bundestag hat eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, darunter einen Mindestlohn von 515 Euro monatlich für Azubis im ersten Lehrjahr. Damit sollen die Berufsausbildung attraktiver gemacht und Abbrecherzahlen verringert werden. Außerdem verbessert das Parlament die Absicherung von Paketboten. Wenn ein Subunternehmer für sie keine Sozialbeiträge abführt, wird per Gesetz der Hauptunternehmer verpflichtet. Brandenburg soll künftig von einer rot-schwarz-grünen Koalition regiert werden. Knapp 8 Wochen nach der Landtagswahl haben sich SPD, CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Die Mitglieder der Parteien müssen noch zustimmen. Ministerpräsident soll Dietmar Woidke von der SPD bleiben, dessen bisheriges Bündnis mit der Linken die Mehrheit verloren hatte. Die 39 Toten, die gestern in einem LKW-Anhänger in England entdeckt wurden, stammen aus China. Die britische Polizei erklärte zugleich, die Todesursache sei weiter unklar. Womöglich sind die 31 Männer und 8 Frauen im Inneren des Kühlanhängers erfroren. Laut Ermittlern kam er über Seebrügge in Belgien nach England. Der 25-jährige Fahrer des LKW wurde unter Mordverdacht festgenommen. Nicht bekannt ist weiterhin, ob er überhaupt wusste, dass die Menschen in dem Anhänger waren. Es gibt in der spanischen Sprache kein Wort für Vergangenheitsbewältigung, den zentralen Begriff für Deutschlands Auseinandersetzung mit sich selbst nach Holocaust und Weltkrieg. Die Spanier hatten keinen Bedarf an so einem Wort. Da wurde nichts bewältigt. Die Vergangenheit
war nicht mal vergangen. Der Faschist Francisco Franco hatte 1939 die Demokratie in einem blutigen Bürgerkrieg geschlagen und herrschte ununterbrochen und unbewältigt bis 1975. Gnadenlos autoritär. Ein übermächtiger Führer, der sich von Zwangsarbeitern ein Monument von Grab errichten ließ, das alle Zeiten überdauern sollte. 40 Jahre Demokratie hat das Faschismusdenkmal überdauert. Linke und rechte Regierungen. Bis jetzt die linke Regierung Sanchez den politischen Kraftakt wagte. Umbettung des Caudillo. Thomas Walde berichtet. Fausto Canales war 2 Jahre alt, als sein Vater erschossen wurde, weil er in einer Gewerkschaft war. Er wurde Opfer Francos. Wo der ehemalige Diktator Spaniens begraben liegt, ist für Fausto bedeutsam. Überreste des Diktators in so einem privilegierten Platz, geehrt in einem Mausoleum, das er zu seinem Glanz und seiner Größe errichten ließ. Wir finden es gut, dass sie ihn da rausholen. Das massige Monument, das Franco für sich selbst von Zwangsarbeitern in den Berg hauen ließ, wurde zu einer Pilgerstätte für Ewiggestrige. Die Regierung wollte nicht mehr, dass der faschistische Diktator hier seine Ruhe findet. Heute schließt Spanien mit einem dunklen Kapitel ab. Mit dieser Entscheidung wird einem moralischen Affront ein Ende gesetzt. Die öffentliche Verherrlichung des Diktators war mehr als ein Anachronismus oder eine Anomalie. Sie war ein schwerwiegender Makel für die spanische Demokratie. Francisco Franco hatte 1936 gegen die Regierung geputscht. Es folgte ein fast 3-jähriger Bürgerkrieg, den die Frankisten gewannen. Hunderttausende Gegner wurden ermordet. Franco regierte Spanien bis an sein Lebensende 1975. Heute Morgen ließ die Regierung den Zugang zu seinem Mausoleum sperren. Sie wollte kein öffentliches Spektakel. Einzelne Anhänger Francos äußerten sich gleichwohl empört. Wen stört es denn, dass er hier ist? Doch nur die Roten, uns nicht. Welche Notwendigkeit gibt es denn wirklich, jemanden nach 40 Jahren aus dem Grab zu holen? 20 Mitglieder der Familie Francos waren heute Mittag anwesend. Militärische Ehren gab es nicht. Auch wurde der Sarg nach dem Willen der Regierung nicht mit einer spanischen Flagge drapiert. Für Angehörige der Opfer wie Fausto Canales ist das ein wichtiger, aber auch nur ein Zwischenschritt. Sein Vater liegt noch nahe Francos Mausoleum. Fausto fordert ein eigenes Mahnmal für Opfer wie seinen Vater. Es gab immer Schwierigkeiten, unter anderem, weil Franco dort lag. Es kann jetzt also sein, dass es leichter wird, das Wiederbekommen der Überreste unserer Angehörigen. Abtransport eines ehemaligen Diktators. Es war ein Tag, an dem in Spanien die Erinnerung an die Toten auflebte und bei den Angehörigen der Opfer die Hoffnung, dass sie den Frankismus nunmehr hinter sich lassen können. Zur deutschen Wirtschaft und ihrer wichtigsten Sparte, Automobil. Eine Premiere heute. VW stellte die neue Generation des Golf vor. Unentbehrlich, aber Routine. Nichts für Industriegeschichtsbücher. Es ist schon die 8. Generation und wird weiter von Verbrennungsmotoren angetrieben. Der Bericht von Michael Beverunge aus dem Landesstudio Sachsen geht auch um Volkswagen, weist aber schon eher in die Zukunft. Kein anderer deutscher Autokonzern setzt so konsequent auf Elektromotoren wie VW. Und da ist das neue Produkt aus Zwickau der erste Baustein einer E-Produktpalette, von der Volkswagen schon bald Millionen verkaufen will. ID3 oder ID3, aber man kann es am besten deutsch aussprechen. ID3, die 3. große Massenidee nach Käfer und Golf. Äußerlich bescheiden, aber entscheidend für die Zukunft des Konzerns. Dass ein elektromobiler Hoffnungsträger ID3 ein Verkaufsschlager wird, davon ist VW schon jetzt überzeugt. Auch vom Anblick her ist es ein Auto, was aus meiner Sicht stimmig ist, was Aufsehen erregen wird im Straßenbild und demzufolge auch eine gewisse Attraktivität mitbringt, so ein Fahrzeug zu besitzen. Entscheidend für den Erfolg aber dürfte etwas anderes werden. Nicht das, was man von draußen sehen kann, sondern das, was drunter steckt. Der modulare Elektrikbaukasten, im VW-Jargon MEB.
Sechs Modelle für drei Konzernmarken bauen darauf auf. Die Batterie gibt es in Varianten für 330, 420 und 550 Kilometer Reichweite. Elektroautos bieten jetzt alle Hersteller an. Der MEB ist das Alleinstellungsmerkmal von VW. Der ID.3 hat einen riesen Vorteil, dass er auf einer eigenständigen Plattform basiert. Und auf dieser Plattform werden eine große Anzahl von Fahrzeugen gebaut. Dadurch können die Kosten pro Fahrzeug, was die Entwicklung, auch was die Produktion anbetrifft, sehr niedrig sein. Und noch etwas fällt auf bei der Produktion des ID.3. Der Mensch wird entbehrlicher. Maschinen vermessen die Spaltmaße, wo früher zwei Arbeiter per Hand und mit Spaltlehre zugange waren. Die Zahl der Roboter hat sich beim E-Mobil schlicht verdoppelt. Der Automatisierungsgrad in der Montage bei VW steigt von 15 auf fast 30%. Noch wird der Mensch aber gebraucht und so viel verändert hat sich für den dann doch nicht. Das Auto braucht auch eine Kühlung, genauso wie es der Verbrenner hat. Genauso ist eine Klimaanlage verbaut, dort ist auch ein Kühler notwendig. Das meiste ändert sich beim Antrieb. Der Elektromotor hat viel weniger Bauteile als ein Verbrenner. Auch hier braucht es zum Bau weniger Arbeiter. In Zwickau steigt die Zahl der Arbeitsplätze trotzdem. Das liegt daran, dass wir hier die Kapazität steigern. Wir haben an sich in der Altfertigung in einer Taktzeit von 120 Sekunden gearbeitet und werden jetzt in einer Taktzeit von nur 90 Sekunden arbeiten. Deutschlandweit aber streicht VW 7000 Stellen. Die gesamte Branche steht mit der Umstellung auf E-Mobilität vor einem Umbruch. Ich glaube, man darf der Öffentlichkeit nichts vormachen. Elektromobilität wird Netto-Arbeitsplätze kosten. Wir rechnen damit, dass in einer Größenordnung bis zum Jahr 2030 15-20% der Arbeitsplätze wegfallen werden. Der Einstieg in die schöne neue E-Mobilwelt ist beim ID.3 übrigens CO2-neutral. Das garantiert VW für den gesamten Herstellungsprozess. Einstiegspreis mit Umweltbonus unter 26.000 Euro. Die Finanzmärkte schauten heute auf die letzte Zinssitzung der Europäischen Zentralbank unter der Leitung von Mario Draghi. Auch zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit blieb der Rat bei seinem Nullzinskurs. Das hat bekanntlich einige Folgen, Frank Bethmann. Manch ein Experte sagt ja, ohne Draghi gäbe es den Euro nicht mehr. Wie sehen Sie das? Na, Draghi hat sich ja gerade zu Beginn seiner Amtszeit viel richtig gemacht. Wir erinnern uns an die große Griechenland-Krise, wie gegen den Euro und gegen einzelne Euro-Länder spekuliert wurde. Regierungen waren nahezu unfähig zu handeln. Da war es Draghi, der die ganze Macht seines Mandates in die Waagschale warf und sinngemäß sagte, die Notenbank werde alles unternehmen, um den Euro zu bewahren. Alles. The ECB is ready to do whatever it takes, whatever it takes. Ein Satz für die Geschichtsbücher. Wenn der Euro weiterhin ein Erfolgsprojekt bleibt, dann wird er als derjenige eingehen, der den Euro tatsächlich zusammengehalten hat in schwierigen Zeiten. Aber er wird auch als jemand eingehen, der die Geldpolitik sehr extrem benutzt hat. Unter Draghi sanken die Leitzinsen auf einen historischen Tiefstand von 0,0%. Unter Draghi kaufte die EZB insgesamt Wertpapiere im Wert von 2,6 Billionen Euro. Und damit nicht genug. Mit seiner letzten Amtshandlung verkündete der Italiener heute, dass die EZB ab November wieder neues Geld in die Hand nimmt, um weitere Papiere aufzukaufen. Seine Kritiker befürchten, dass diese extreme Ausrichtung langfristig großen Schaden anrichten könnte. Für die Sparer, für die Altersvorsorge, aber auch für das Finanzsystem insgesamt. Vielen Dank, Frank. Im vergangenen Jahr wurde fast 300.000 Haushalten in Deutschland zeitweise der Strom abgestellt, weil Kunden ihre Rechnungen nicht pünktlich zahlten. So die dem ZDF vorliegende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Betroffen sind vor allem Bezieher von Grundsicherung. Die Grünen kritisieren, knapp 300.000 Stromsperren seien ein Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland. Eine Meldung vom internationalen Fußball: In der Gruppenphase der Europa League musste der VfL Wolfsburg beim belgischen Erstligisten KAA Gent ran und trennte sich 2:2. Und ebenfalls auswärts und unentschieden spielte Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach bei AS Rom 1:1.
Der in China inhaftierte uigurische Wirtschaftsprofessor Ilhan Tohti erhält den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments. Seit Jahrzehnten setze er sich unermüdlich für die unterdrückte muslimische Minderheit der Uiguren ein, aber auch für den Dialog mit den Han-Chinesen, erklärte EU-Parlamentspräsident Sassoli und forderte die sofortige Freilassung Tohtis. Der Uigure war 2014 wegen des Vorwurfs des Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 2017 erhielt Tohti den Weimarer Menschenrechtspreis. Wahrscheinlich haben Sie noch nie von Dark Tourism gehört, einem dunklen Tourismus. Ein Modetrend für mit Schönheit überfütterte Menschen, die sich in herausgeputzten Altstädten und an smaragdgrünen Buchten langweilen. Sie werden dieses Phänomen gleich kennenlernen. An einem Ort, der als Symbol der technologischen Supermacht UdSSR galt, bis April 86, bis zum GAU, im Kernkraftwerk Tschernobyl. Die ukrainische Regierung, die für diese besondere Destination mittlerweile verantwortlich ist, will den Tourismus auch dorthin fördern, aparterweise mit Kunst. Christian Semm hat das erlebt. Dieses Geräusch ist sowas wie der Sound des Kalten Krieges. In den 70er und 80er Jahren weltweit zu hören auf Radiofrequenzen. Das klopfende Geräusch störte Amateurfunker und den Rundfunk. Niemand wusste, woher es kam und was es bedeutete. Durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 flog alles auf. Und Jahre später wurde bekannt, es kam aus dem Wald in der Nähe des Reaktors, von dieser riesigen Metallwand. Duga war bis dahin eine streng geheime Radaranlage, Teil des sowjetischen Frühwarnsystems. Heute steht die Radarwand in der Sperrzone von Tschernobyl und wird zum Kunstobjekt. 150 Meter hoch, 600 Meter breit. Laserstrahlen, Lichteffekte. Die Künstler wollen zeigen, dass sich die Ukraine von der Vergangenheit der Sowjetunion gelöst hat. Heute senden wir von hier ein anderes Signal an die Welt, dass wir bereit sind, die Katastrophe unserer Vergangenheit besser zu verstehen. Und dass wir ein neues Land sind, mit neuen, interessanten und kreativen Leuten. Unterwegs im Sperrgebiet. Die Ukraine will, dass sich das Bild ändert, das sich ins weltweite kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Künstler wurden engagiert, Malerei am Meiler. Valeri Korschunows Bild im Sowjetstil von einer besseren Welt. 18 x 85 Meter groß. Direkt am Unglücksreaktor liegt die Strahlungsbelastung deutlich unter dem von den Behörden erlaubten Grenzwert. Wenn man mit einem für die Ukrainer so tragischen und emotionalen Thema arbeitet, muss man sehr sensibel sein. Viele Leute haben eine Verbindung zu der Tragödie. Manche sagen, es ist ein tolles Projekt. Andere finden, dass man hier in der Sperrzone nichts machen sollte. Rund 2500 Menschen arbeiten heute noch in dem Atomkraftwerk. Gerade ist Schichtwechsel. Der Künstler hat sein Werk ihnen gewidmet. Wir produzieren zwar keinen Strom mehr, aber es geht ja um die atomare Sicherheit. Denn hier gibt es ja noch immer radioaktives Material. Das Interesse an diesem Ort ist groß wie nie. Seitdem die düstere TV-Serie Tschernobyl schonungslos die Fehler und Lügen der Sowjetregierung in Szene gesetzt hat, kommen noch mehr Touristen hierher. Die ein oder andere schlechte Erinnerung mag durch die Kunstaktion im Katastrophengebiet verblassen. Aber die strahlende Gefahr im Sperrgebiet wird bleiben. Im ZDF geht es weiter mit Maybrit Illner und dem Thema Syrien. Unter anderem mit Außenminister Maas und mit Suad McKennitt, einer Journalistin, die sich in dieser Region auskennt und auch im Innenleben des IS. Bleiben Sie bei uns. Und wir sagen bis morgen. Tschüss. Guten Abend, liebe Zuschauer. Im Norden wird es jetzt windig. Schuld daran ist ein Regengebiet, das liegt direkt über der Nordsee, zieht zu uns nach Deutschland rein. Aber der Regen schwächt sich weitgehend ab, der Wind nicht. Es wird zum Teil stürmische Böen an der Nordsee geben.
In Süddeutschland steigt der Luftdruck, das sorgt dort immer noch für ruhiges Wetter. Heute Nacht ab und zu mit ein paar Regenschauern noch an den Alpen und auch in der Schwäbischen Alb. Ansonsten gibt es auch dann später Schauer hier an der Nordsee. Sonst wird es teilweise klar, ein paar Nebelfelder bilden sich. Und morgen wird es dann in Norddeutschland recht freundlich. Da wechseln Sonne und Wolken. Allerdings in Schleswig-Holstein und an der Nordsee sind die Wolken dichter. Da ziehen eben immer wieder kleinere Schauer durch bei diesem stürmischen Südwestwind. In der Mitte und im Süden ist der Wind schwächer. Dafür ist der Hochnebel noch ziemlich dicht tagsüber. Nachmittags bekommt er hier und da doch Lücken. Und auch der Regen direkt an den Alpen, der lässt dann nachmittags nach. Und am freundlichsten wird es auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Da wechseln auch Sonne und Wolken. Die Temperaturen auch dort mit am höchsten. Bis zu 19 Grad am Oberrhein, ansonsten 20 Grad im Osten, sonst 14 bis 17 Grad. Und die Aussichten, es wird am Samstag stürmisch in Norddeutschland. Sonntags kommt ein Regengebiet herein, das bringt kühlere Luft. Und am Montag haben wir nur noch 8 bis 14 Grad. Und jetzt schauen wir uns mal den Trend an bis Anfang November für Hannover, den Temperaturtrend. Also Anfang der Woche geht es runter mit der Temperatur. Und dann bleibt es eben bei Temperaturen, Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad. Und in den Mittelgebirgen könnte es Mitte nächster Woche vielleicht auch schon mal schneien. Ich wünsche noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.